Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eine zivilisatorische Errungenschaft, dass Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen an einem Alltag teilnehmen können und zunehmend teilnehmen können, der eigentlich im Wesentlichen noch immer ausgerichtet ist für Menschen und an Menschen, die eben nicht an diesen körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen leben. Darum begrüßen wir sehr ausdrücklich die Initiative der Christdemokraten, hier zu Verbesserungen beizutragen. Beispielsweise, indem auch moderne Aspekte eingebracht werden, wie auch dafür zu sorgen, dass die digitale Barrierefreiheit eben geschaffen wird. Wir begrüßen es auch, dass beispielsweise Prüf- und Beanstandungskompetenzen des Landesbeauftragten für Behinderte in Übereinstimmung gebracht werden. Wir haben allerdings zwei wesentliche Kritikpunkte an diesem Gesetzesentwurf. Das ist zum einen, dass in § 21 Absatz 1 das Prozedere verändert werden soll, zu Beginn einer Legislaturperiode den Landesbeirat für Menschen mit Behinderung zu wählen. Es hat sich aus unserer Sicht bewährt und darum verstehen wir nicht, warum dieses Verfahren geändert werden soll. Eine Erweiterung des Gremiums auf mehr als 12 Mitglieder kann man prüfen, da die Nachfrage tatsächlich groß ist. Das wurde in der konstituierenden Sitzung des Landesbehindertenbeirates am 1. Juli 2020 deutlich. Der zweite Punkt, den wir kritisieren, ist, dass man nun den Kommunen vorschreiben möchte, Beauftragte zwangsweise einzuführen. Denn die Kommunen haben daran selbst ein Interesse. 21% der über 65-Jährigen sind schwerbehindert. Und insofern haben auch die Kommunen ein Interesse daran, ihr Angebot für eben diese Bürger auszuweiten und zu verbessern. Darum gefällt es uns nicht, dass beispielsweise mit dieser verpflichteten Einführung kommunaler Beauftragter nur von Projektförderung beispielsweise die Rede ist. Wir wollen, dass die Kommunen in eine Lage versetzt werden, indem sie ihre eigenen Wünsche, nämlich solche kommunale Beauftragte einzuführen, eben auch aus eigener Kraft stemmen können. Und da reichen Projektförderungen nicht aus, sondern da muss es eine dauerhafte Lösung geben. Darum werden wir Ihrem Antrag, das Ganze in den Sozialausschuss zu überweisen, zustimmen und freuen uns dann auf die Debatte. Vielen herzlichen Dank.